Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seven Days to Die mit dem Krian. Der steht da. Hallo Yogi. Hallo Krian. Und ja, wir haben Nacht, Tag 7, noch nicht die Hordenabend, die Nacht davor. Unser Plan ist es, ein bisschen Holz zu sammeln und Spikes zu machen, hier rundherum Spikes aufzustellen und dann die erste Hordennacht natürlich hier zu überleben. Und ja, da müssen wir. Ich würde ja gerne runter Holz fällen, aber ich sehe halt gerade nicht, wo der Zombie ist. Er wird wahrscheinlich unten im Haus sein, nehme ich an. Ja, und Oder ist er da mal ein Stein gebröckelt? ich glaube, ich muss was essen. Ich muss vor allem was trinken auch. Der rote Tee ist doch, Kühlen. ja, aber auch wassermäßig genau wie Wasser, oder? Ja, der macht nämlich den gelben. Der gelbe kühlt nicht, aber macht auch Stamina hoch. Okay, ja, gut. Ja, kühlen muss er ja nicht unbedingt. Das ist mir relativ egal. Ja, deswegen kannst du da gelb nehmen. Achso. Und hast den Kühleffekt nicht, dass dir dann zu kalt wird. Ich will doch Ja. nicht, dass der erfriert. Ach so. Ja, sag das doch. Krian ist ja besorgt. Das kenne ich so gar nicht von ihm. Aber Ja. ist natürlich auch schön. So, und erstmal noch eine schöne Dose Salmon. Also schöner Gigax. Isilachs, genau. Ist so das Letzte, was ich in der Apokalypse noch essen würde? Echt? Du willst keinen Lachs essen? Doch schon, aber nicht aus der Dose unbedingt. Also ich glaube, da hätte ich am meisten Angst bei Fischen, dass ich da irgendwie krank werde. So, ich würd gerne mal hier runtergehen. Würdest du mir Rückendeckung kurz geben? Ich kann es versuchen. Dann versuch das doch mal. Ich würde dann aber keine Treppe jetzt machen, weil sonst Nö, kommen die nö. Zombies im Notfall hoch. Wo willst du denn hingehen? Vorne geradeaus in die Bäume oder? Ja, also ich bin jetzt schon runter. Ja, ich weiß. Ich würde fast eher nach rechts hier gehen, aus dem einfachen Grund, dass man hier ein bisschen mehr sieht als in dem Gebüsch da drüben. Okay. Und ja. Die Steel Fire Axe habe ich dabei. Hehe. Ich könnte im Notfall auch, wenn du kurz wartest, noch die Dinge holen, die Hunting Rifle. Ja, alles gut. Ich habe auch eine Hunting Rifle einstecken, also. Ja, ich nicht. Ich habe gerade mit einem Schlag so einen Baum weggemacht. Okay. Die Bäume sind verbuggt. Okay. Ja, ein Schlag, der Baum ist weg. Kriegst du wenigstens das Holz? Ja. 76 Holz pro Ding. Das ist aber nicht viel. Für Bäume mit Leben von 200? Ach so, ja, okay. Ja gut, aber vielleicht ist noch nicht verbuggt, wenn du was für eine Stilaxe Ich hast du habe dann? die normale Stilaxe. Ja gut. Oh, hier ist ein Zombie. Hier ist ein Zombie. Wo ist hier? Ah, da, ja, ich sehe. Das war daneben. Das war nicht daneben. Aber nicht tödlich. Es war Oh Gott, tödlich. ist die Ladeanimation langsamer geworden oder so? Das dauert ewig gefühlt, ne? Ja. Das ist gerade extrem seltsam bei mir. Auch mal aus dem Zoom rein Nee, und raus zu es gehen. liegt nicht an der Axt. Ich kann diese Damage-Schläge auch mit Dings machen. Mit, Ja. Wir sind in der 17.1 übrigens. Bugfrei. Gut, das Nee, wir hatten, es könnte aber auch am Server liegen, weil wir haben ja auch, wir wollten eigentlich schon vor ein paar Tagen aufnehmen, aber es ging nicht, weil der Server nicht richtig hochgeladen hat. Ja gut, aber das hat Alex ja gefixt. Und nee, aber der Bug hier, der war schon mal da. Also wir hatten den bei den Experimentals auch schon mal. Oder drüben stehen ein paar Zombies gleich. Oh ja. Da Oh, hatte ich schon mal die Hunting Rifle. das ist eine Horde. Die spawnt gerade. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 10 Stück. Gut, Hunting Rifle macht keinen Sinn ohne Munition. Ja, die habe ich einstecken. Deshalb will man nachts hier mal ein bisschen spazieren gehen. Sie kommt auch. Ja, ich sehe das. Du bist schon auf dem Weg weg? Ja. Damn. Bam. Okay, Headshots zu verteilen ohne Visier ist gar nicht mal so einfach. Ich komme mal. Aber Oh sie Mann. rennen auch nicht. Entspannt.
Wahrscheinlich ist da irgendwas am Arsch. Weil die rennen ja nicht, das ist ja langweilig. Die laufen halt so ein bisschen, die joggen eher. Noch nicht mal das, die gehen normal. Nee, das tun sie nicht, so ein bisschen schneller sind sie schon. Bei mir schon. Bei mir gehen sie. Stimmt. Das ist gehen. Aber die KI ist eh wieder im Arsch, die gehen lieber ins Gebäude rein, als mich zu... umzulümmeln. Ich glaube, wir müssen dann nach der Episode dann erstmal wieder einen Cut machen und Alex den Ding fixen lassen, weil... Jupp. Ich sag mal, so in die Horde reingehen macht gar keinen Sinn. Nö, definitiv nicht. Das ist ja... Blub. Blub. Komm schon. Ja, die gehen. Die rennen nicht. Ja. Ich treffe trotzdem echt gut. Oh mein Gott, das sind auch alles die gleichen Zombies. Ja, das ist aber bei Horden oft der Fall. Also das liegt am Spiel. Ja, aber doch nicht, dass es nur die sind, oder? Doch, doch. Das ist ein Bug. Also den habe ich so oft schon gehabt. Echt? Ja, ja. Da hast du auf einmal eine Horde. Wir hatten auch schon eine Horde Kreicher dadurch. Das war dann lustig. Ja, nicht ins Gebüsch gehen. Hinter dir ist einer, Krian. Hinter dir ist einer. Ich kann irgendwie nicht rennen. Mehr keine Stamina? Doch, 75. Ja, muss ich dir Speed geben. Ich hab keine Ahnung, warum ich nicht rennen kann. Mhm. Vielleicht anvisiert? Gewesen? Nee, hab ich nicht. Hm. Dann weiß ich auch nicht. Puh, Zombie in den Kopf. Ein kleiner Zombie. Ein kleiner Zombie. Ganz seltsam. Jetzt geht's. Strange. Na gut, machen wir hier mal entspannt ein paar Zombies weg, ne? Wenn die eh nicht rennen. Wenn das dann rum ist, die Folge, werden wir gucken, dass der Alex das hoffentlich rettet. Jo. So nicht. So. Oh mein Gott, das brauche ich ja eine Stunde, um zu laden. Nicht, dass er die Community-Server-Einstellungen hier gemacht hat. Das wäre echt traurig, weil ich finde die Community-Einstellungen echt schlecht irgendwie. Ja gut, die sind halt da zu sterben, da musst du schon hart unlucky sein. Nicht wahr, Garg? Die sind halt entspannt. Ja, öde. Ja, deswegen gehe ich nicht auf den Server drauf. Ah ja, ah ja, ah ja. Ja, ich finde die Einstellung langweilig. Hm. Ah, mein, der Baum hier ist nicht verbuggt. Bei mir. Oder ich bin einfach nur schwächer als du. Das kann auch sein. Versuch's mal, aber ich habe die Modded-Axt. Nö, der ist bei mir auch nicht verbuggt. Ja gut, die habe ich auch angebaut. Also. Hast du die gebaut? Waren das deine Bäume? Ja. Der hier ist verbuggt. Den habe ich nicht angebaut. Ja, das war der Moment, wo ich innerhalb von 3 Stunden 40 Level gemacht habe. Mit der Kettensäge und diesen Bäumen. Wobei sind die anderen auch verbuggt, oder? Ja, die hier sind jetzt gerade verbuggt. Also. Warte mal. Ich muss erstmal aus diesem Wald herausfinden. Wo bist du denn? Ich bin hier drüben. Also es gibt 2 Arten von Bugs. Es gibt einmal den Bug, dass dem Ding kein Leben angezeigt wird und mit einem Schlag hast du es komplett abgeerntet. Das habe ich jetzt hier gerade bei denen. Ah, bei dem nicht. Bei dem schon. Und dann gab es noch den Bug, dass dem auch kein Leben angezeigt wurde, aber der Baum theoretisch, keine Ahnung, 100.000 Leben hatte und du dementsprechend halt Holz rausbekommen konntest. Und XP. Okay. Ah, der hier ist nicht verbuggt. Es sind ein paar verbuggt um uns rum. Und damals war es der Fall, dass tatsächlich die sind, die wir angepflanzt hatten, die halt verbuggt waren. Ja, 4 Uhr morgens, ja. So schnell geht's. Wir brauchen unbedingt die Forge. Um richtiges Werkzeug zu haben und so. Ja. Na gut, für Eisenwerkzeug. Stahl müssen wir Level 70 sein. Level 70. Oh yeah.
Ein sehr interessantes Bild bei mir. Man sieht dauernd nur irgendwelche Bäume vor dem Gesicht. Oh, ich habe einen Baum. Ich habe den Baum auch mal umgebracht, ja? Der ist jetzt tot. Das ist ein toter Baum. Dein Freund, der Baum, ist tot? Ja. Mein Freund, der Baum, er ist ziemlich down. Man glaubt es kaum. Vor Mund hatte er noch etwas Schaum. Warum bin ich jetzt gecucumbert? Verarsch mich doch nicht, Spiel. Dies Item needs repair. Okay. Weil du eine Gurke bist, deswegen. Oh, Yogi, also. Die Gurke. Gurken-Yogi! Muss ich den Modifier wieder rausholen? Dann kann ich es reparieren. Kannst du es nicht reparieren, wenn ein Modifier drin ist? Nee, aber das Geile ist, die sind einfach instant repariert. Wenn ich den Modifier rausnehme, was ist denn hier los? Oh, okay. Seltsam. Alles seltsam. Dezent strange. Aber gut. Kann man machen. Kann man auch sein lassen, aber kann man auch machen. Das war interessant, weil also der Community-Server hat das Update vom 17.0 auf 17.1 super gut überstanden. Gar kein Problem. Und hier ist ja irgendwas schiefgegangen. Ja, offensichtlich. Ja, war ja letztes Mal auch schon. Also da lag es ja an der Welt auch. Da war ja irgendwas nicht so, wie es hätte sein sollen. Ob wir jemals in unseren Welten auf Level auf Tag 7 kommen. Wer weiß das schon? Und ein bisschen Holz. Bam. Bam. Ganz entspannt auf den Baum einprügeln mit der Axt. Haben wir hier noch welche? Ich muss mal warten, ja. So, hier ist ein Baum. Rennen wir direkt hin. So. War so ein Einschlagbaum. Pass auf. Also Richtung Nordwesten, Norden sind die Einschlagbäume. Der nicht. Ja, ich mach noch die Bäume vor unserer Tür weg. Ich glaube, ich muss erstmal was essen. Meine Stamina ist ziemlich weit runter. Und anschließend werde ich auch wieder neue setzen halt. Wir bauen uns hier eine Allee. Also, halb. Klick. Klick. Das ist krass, die sehen auch irgendwie ganz seltsam aus hier. So ein Baum sieht richtig groß aus. Ja gut, die haben ja verschiedene Stages. Ja, aber ich glaube, die ganz großen sind auch die verbuggten. Zumindest hier bisher. Oh, ich habe da einen Zombie kommen gehört. Ein dicker Zombie. Irgendwo in deinem Gebüsch ist ein Zombie. Er hat sich wieder umgedreht und gesagt, nö, will ich doch nicht. Ja, nö. Er ist mit Bäumen beschäftigt, da will ich nicht stören, interferieren. Das muss nicht sein. Ist schon nett von ihm. Ja, finde ich auch. Also man muss auch mal die Zombies loben. Auch die können helfen. Ja. Anders als vielleicht gedacht. Sind die Bäume aber auch verbuggt, weil die zu nah aneinander sind? Nö, die Bäume, die ich jetzt gerade umgehauen habe, die waren relativ weit voneinander entfernt. Okay. Du wirst wahrscheinlich auch verbuggt sein, oder? Weil du bist ein großer Baum. Ja. Du auch, genau. Also ich glaube, ab 900 sind sie verbuggt. Ich werde es testen. Ich habe einen. Schwimme auf die andere Seite. Fliegenden Pfeilen. Der hier sieht nach einem großen aus. Ne, der ist 900, der ist nicht verbuggt. Okay, also hier, wo ich hatte, 900 und 1200er waren verbuggt, die 300er nicht bei mir. Na gut, dann vielleicht die selbst angebauten 9 und 1200er. Und nicht die halt, ja, schon immer da standen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Balu. Und seine tollkühne Crew. So, jetzt nehmen wir den wieder raus. Schönes, matschiges Baumbild. Bum. Ich lasse jetzt diese doofen Bonnie-Feier weg. Für das bisschen Farbe lohnt sich das nicht. Na, die geben ja auch bessere Stats. Echt? Ja. Mit der Begründung wohl, damit du halt die Farb-Modifier verwenden kannst, ohne einen Modifier-Slot zu verwenden und dadurch auf Qualität verzichten müsstest von irgendeinem anderen Mod. Tatsache. Was ich persönlich Schwachsinn finde, weil dann könnte man einfach sagen, gut, man macht einen Slot für Farbmods. Aber gut.
Ja, aber stimmt, da gibt ein bisschen mehr. Ich schau einen Durst. Ah, geh ich was zu trinken holen. Bin auch gerade daheim. Auch unbedingt hier unser Haus reparieren. Schaffe Häusle bauen, sagst du. Ja, du als Schwabe. Oder Wahlschwabe. Ein Wahlschwabe? Ich bin kein Wahlkrieger. Also das finde ich jetzt ein bisschen beleidigend. Du bist schon relativ groß. Ja, gut. Hi, Krian. Hi. Ich weiß ja tatsächlich nicht, ob ich dieses Update von der 17.1, dass man jetzt nicht mehr in Prozent sein Essen und Trinken sieht, sondern in den Werten von, ob ich das gut oder schlecht finde. Weil, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Weil mich hat es irgendwie nie gestört, dass man es in Prozent sieht. Aber gut, ich glaube. Ja, aber ich meine, es ist doch kompliziert. Guck mal, du kennst es doch. 50% unserer Klasse sind männlich, aber so viele Schüler haben wir doch gar nicht. Ja, eben, eben. Ja, ich weiß, Prozent verwirrt viele Leute. Deswegen. Aber in Spielen ist man es ja eigentlich gewöhnt und. Ich weiß nicht, also gerade bei sowas wie du hast so und so viel Wasser, ich finde es tatsächlich umständlicher jetzt zu denken, okay, ich habe 97 von 100 Wasser, das ist ein Prozent doch einfacher. Ach so, habe ich jetzt 110%? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Nee, hast du nicht. Aber du kannst übers Max auch rausgehen tatsächlich. Habe ich ja 110% Wasser. Ach so, ja, das kann sein. Ich meine, wenn 100 Grenze ist und ich 110 habe, habe ich 110%. Nee, mein Food ist verbuggt. Ich glaube, links von mir kommen Zombies. Das kann sein. Das kann ich dir so nicht sagen. Die Information habe ich nicht. Ach, das ist immer noch der Dicke, der mich noch am Arbeiten sieht, deswegen kommt er nicht. Ja, der sagt so, ey, nee, beim Arbeiten soll man ja nicht stören. Der gute Mann, der geht seinem Tagesgeschäft nach, holt sich ein paar Bäume, ja. Da möchte er natürlich nicht stören. Könnte auch sein, dass er hier ein Baumliebhaber ist, weil ich glaube, jetzt ist er sauer auf mich. Ist er jetzt sauer? Okay. Ja, nachdem ich 20 Bäume abgebaut habe, glaube ich, könnte es sein, dass er ein bisschen sauer ist. Das könnte. Vielleicht war das auch sein Wald. Ja? Er wollte nur gucken, wie viel Schaden du anrichtest, um dich ordentlich verklagen zu können. Ja, aber ich habe den Baum gepflanzt in dem Wald. Also ja gut, aber wenn es sein Grund und Boden ist und du nur da ein paar Samen verloren hast. Ich habe die gehegt und gepflegt. Hast du auch gegossen? Gedüngt. Ja, ich habe ja Regentanz gemacht. Ach so, ja gut, dann. So, haben wir jetzt hier? Ein Baum ist noch da. Dann haben wir ja bald mal keinen Baum mehr. Ich habe neue gepflanzt, tatsächlich. Ich habe auch noch 34 Samen. Gibt halt leider keine XP mehr, das Bäume pflanzen. So, ich werde jetzt hier einfach 35 Bäume rund um uns rumbauen, gell? Rund um uns rum? Machst du nicht so nah. Dann ist, ich finde es so blöd, wenn man in der Zombie-Nacht nicht sieht, wo die Viecher herkommen. In der Hordennacht. Wird es immer angenehmer, ja, wenn man das halt sieht. So. Mach mal hier auch mal eine Runde zu. Ich mach eine Runde zu. Früher war das ja immer ganz cool, wenn du da so die Zombies hast nutzen können, um Bäume zu fällen. Ja gut, das geht ja nicht mehr, die droppen ja da nichts. Oh, tut mir leid, Zombie, der ist jetzt tot umgefallen. Ist er tot umgefallen? Ja. Ja, dass du wieder unschuldige Kreaturen kreieren. Findest du das okay? Ich war das ja nicht. Ach so. Ist der Baum tot umgefallen? Ist einfach so umgefallen. Ach so. Ja, gut, Unfälle passieren, ja. Da kann man auch keinem Vorwürfe machen. Ist so. Tick, 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 tick. Einfach mal Häusle bauen. Jetzt will ich hier drüben noch ein paar Bäume hinmachen und dann. Ah, hier hast du auch schon angefangen, okay. Ja. Okay, Richtung Brücke habe ich Bäumchen gepflanzt. Ja, ich sehe es hier. Ich habe gegenüber von uns wieder einige Bäume gepflanzt. Okay. So, Kabel. Und wie viele Punkte? Warte mal, wie viele? Komm ich da raus?
Ja, 225, die Cobblestocks haben mehr, ne? Die Cornerstones. Cornerstone, Cornerstone. Wo bist du? Ah ne, Flexstone, nicht Cornerstone. Flexstone. Block. Nochmal 4 Cobbles pro Block. Aber das wäre dann, würde ich sagen, so unsere nächste Anschaffung. Ich habe ja gesagt, wir sollten eigentlich direkt auf Flexstone gehen, oder? Ja. Clay holen und Stein holen und dann... Bin ich nicht abgeneigt. Mauer bauen. Machen wir einen auf Trump. Die Mauer muss... Ah ne, die Mauer muss hin. Die Mauer muss hin. Oh, da ist noch ungelootet. Ich mache auch hier vor uns mal diese Loot-Container weg, dass wir die nicht im Weg haben. Ja. Ich frage mich gerade, ob wir nicht sogar noch einfach ein bisschen was farmen können, um halt entsprechend direkt so ein 3x3 für die Hortennacht zu machen. 3x3, Also so ein Würfel, auf den wir uns halt draufstellen, rundherum ein paar Spikes, dann können wir von da oben gemütlich die Zombies abschießen. Und dann vielleicht mit Weg von unserer... Hier ist auch die Straße, meinst du? Ja, beispielsweise. Ja, was ich halt mal gemacht habe, ist dann so auf dem, ich glaube, 5x5 Quadrat in die Ecken und in der Mitte dann so eine Säule und dann alle Spikes draufgestellt, runtergeballert. Genau, also so in die Richtung hätte ich jetzt auch gedacht. Und ich meine, gut, ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen. Das ist halt so der andere Punkt. Ich denke nicht, weil wir erst noch die Ding machen müssen. Die Ding? Ja, wir müssen ja erst noch die entsprechenden Frames machen, weil wenn, dann würde ich da Flexstone nehmen und nicht mit Holz anfangen. Flexstone brauchst du keine Frames mehr kreieren, die machst du einfach so. Ja, aber du brauchst dafür ja Kabel. Clay, Kabel, sonst kriegst du sie ja nicht. Ja gut, aber ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was, ne? Und so viel Clay haben wir ja nicht. 200. Also ich kann 200 Cobblestones machen. Und 4 brauche ich pro Flexstone. 50 Flexstone. Ja, ja, okay. Und das ist entspannt mittlerweile. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir erst, wenn der Server wieder gerettet ist. Also wenn die Zombies krass drauf sind, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja. Genau. Und ja, wenn es euch gefallen hat, 18 Uhr am Samstag kommt die nächste Folge mit krassen Zombies und na, vielleicht schon der Hordennacht, da bin ich mir nicht sicher. Glaube ich nicht. Glaube ich eigentlich auch nicht, wenn ich so auf die Uhr gucke. Ja, bis euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Tschüss. Kommt der Krieger angerannt und schlägt mich, damn.